Das Motto lautete Gartensommer, Vollmondnacht. Im Schlosspark Laxenburg gab es auch vergangene Woche wieder eine Nachtführung. Sterndal schauen, nicht nur für Mondsüchtige. Mythos Vollmond. Im Schlosspark Laxenburg geht man den Geheimnissen auf den Grund und so mancher Sterndeuter begibt sich hier auf die Suche nach dem Mann im Mond. Christine Nössler, wir sind heute zu nachtschlafender Zeit im Laxenburger Schlosspark, aber das hat ja auch einen ganz bestimmten Grund. Ja genau, und zwar die Gartensommer-Vollmondnacht, wo wir heuer wieder an drei verschiedenen Terminen, jetzt im Juli und im August, unsere Abendführungen anbieten. Eine Kombination aus einer Natur- und einem Astronomieteil, wo sozusagen für möglichst viele Interessierte etwas dabei ist und man möglichst viel herzeigen kann. Niederösterreich ist in den letzten Jahren ganz besonders zu einem Gartenparadies geworden und seit einigen Jahren gibt es auch die sogenannten Gartensommer Niederösterreich. Wir freuen uns, dass wir mit dem Schlosspark seit Anfang an dabei sind und im Rahmen dieses Gartensommer Niederösterreichs kann man die vielfältige Gartenlandschaft Niederösterreichs entdecken. Durch zahlreiche Veranstaltungen, durch zahlreiche Fachvorträge auch und hier bei uns im Schlosspark zum Beispiel mit den Gartensommer-Vollmondnächten. Und heute freuen wir uns, dass bereits die erste wieder stattfindet. Es gibt eine Fortsetzung, nicht nur heute, sondern es gibt dann noch zweimal so eine Nachtführung. Die Gartensommer-Vollmondnächte gibt es heuer noch zweimal bei uns im Schlosspark. Einmal am 31. Juli, am 29. August ist dann der letzte Termin vor dem Herbstbeginn. Und es gibt noch viele, viele Veranstaltungen mehr. Ich empfehle allen Zuseherinnen und Zusehern, machen Sie einen Blick ins Internet auf unsere Homepage www.schlosslaxenburg.at und auch auf die Homepage vom Gartensommer Niederösterreich www.gartensommer.info. Überzeugen Sie sich selbst von dem vielfältigen Gartenangebot hier bei uns in der eigenen Region. Mond- und Sterndal schauen gibt es in Laxenburg auch noch die nächsten zwei Vollmondnächte.